dieser Lektion für das Wheelie-Lernen kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, und zwar das Finden des sogenannten Sweet Points. Manche sagen Sweet-Bereich oder die Floating Zone. Das heißt, der Bereich, in dem man weder nach hinten kippt, noch das Vorderrad wieder runterfällt, sondern den Wheelie halten kann. Um diesen Sweet-Bereich zu finden, ist es natürlich wichtig, auch wieder Vorübung zu machen. Eine Variante ist es, dass ihr euch jemanden sucht, vielleicht mehrere oder eine Einzelperson, euch aufs Fahrrad setzt, diese Person hebt euer Vorderrad hoch, ihr geht in die Wheelie-Position, lehnt euch zurück. Und dann guckt ihr mal, wo ist der Punkt, dass ihr zurückgelehnt seid und die andere Person euch nicht mehr hochschieben muss oder euch halten muss, dass ihr nach hinten kippt. Und wenn ihr diesen Punkt gefunden habt, habt ihr schon mal die erste Erfahrung gemacht, wie fühlt sich das an, und wisst, wie hoch ist ungefähr das Vorderrad dabei. Beim Finden des Sweet Points ist es existenziell, dass ihr ans Limit geht und übers Limit geht. Das heißt, ihr könnt diesen Punkt nicht finden, wenn ihr nicht manchmal zu stark zu viel gegeben habt und euer Vorderrad zu weit und zu schnell hochkommt. Da gibt es zwei wichtige Dinge, die ihr einzeln üben müsst. Eine Sache ist, ganz am Anfang, leicht bergauf, dass ihr auch mal nach hinten absteigt. Ihr werdet merken, aus dem Wheelie, wo man im Sattel saß, landet man dann kontrolliert und sicher auf beiden Füßen. Diese Erfahrung sollte man am Anfang einmal gemacht haben. Wichtig, das sollte natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Grenzen testet, ihr müsst eine Übung machen, die nennt sich Wheelie-Impuls zur Bremse. Das heißt, ihr startet einen starken, deutlichen Wheelie-Impuls, so wie ihr es vorher geübt habt. Und wenn das Vorderrad dann am höchsten Punkt ist, zieht ihr mit einem Finger kraftvoll nur die hintere Bremse und euer Vorderrad wird abrupt runterkippen. Das solltet ihr häufig üben, damit sich es automatisiert, und wenn ihr euch total erschreckt, weil es viel zu schnell vorne hoch ging und ihr denkt, gleich liege ich auf dem Rücken, automatisch ohne Nachdenken die Bremse kommt und ihr sicher seid und keinen Sturz nach hinten fabriziert. Um den Sweet Point beim Wheelie zu finden, braucht es Zeit. Ihr habt jetzt einige Tipps von mir bekommen. Bitte seid geduldig, übt aber, übt, übt, übt. Denkt euch, ihr würdet ein Instrument lernen, vielleicht Gitarre oder so, da muss man auch sehr viel üben, bis alles sitzt. So ist es auch beim Sweet Point, und bleibt dabei. Ab zur nächsten Lektion.